Okay. Herzlich willkommen im Namen des Literaturforums im Brechthaus, sowohl die, die es jetzt trotz Regen hier hingeschafft haben, als auch die Leute vor den Bildschirmen. Ich gebe kurz eine knackige Rückschau auf den gestrigen Tag. Wir befinden uns nämlich heute bereits am vierten Tag unserer Imgard-Coin-Woche. Und gestern ging es um die neue Frau in der Weimarer Republik. Im Vortrag und im danach folgenden Podium wurde darüber reflektiert, dass das emanzipatorische Konzept der neuen Frau bereits in den 20er und 30er Jahren kommerzialisiert wurde und damit auch als eine neue gesellschaftliche Norm auftrat. Es wurde gefragt, was danach aus dem Modell der sogenannten neuen Frau wurde, welche neuen Konzepte von Weiblichkeit und von Frausein haben dieses Modell dann abgelöst. Und es wurde darüber diskutiert, welche Bedeutung Irmgard Coin hatte oder hat auch noch heute im feministischen Diskurs. Ja, das können Sie auch alles nachschauen, wenn Sie wollen, bei uns auf der Webseite oder auf unserem YouTube-Kanal, sowohl Tag 1 bis 3. Und jetzt freue ich mich, dass wir, wie gesagt, zu Tag 4 kommen. Heute geht es um die goldenen 20er Jahre und wir beginnen direkt mit einem Vortrag von Sabina Becker namens Glanz und Glamour, Kunstseide und Misere, Irmgard Coins Schlaglichter auf die Roaring Twenties. Sabina Becker ist Professorin am Deutschen Seminar des Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Sie promovierte im Fach Neuere Deutsche Literaturwissenschaft mit Urbanität und moderne Studien zur Großstadtwahrnehmung in der deutschen Literatur 1900 bis 1930 und noch viel wichtiger, hat ein Buch rausgebracht vor 3 Jahren mit dem Titel Experiment Weimar, eine deutsche Kulturgeschichte 1918 bis 1933. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Bedanken möchte ich mich jetzt an dieser Stelle auch noch kurz bei Elke Brünz für die Konzeption der Irmgard Coin Woche, bei Heide Rennheckel für die Koordination, bei der Arbeitsgemeinschaft Literarische Gesellschaften und Gedenkstätten für die finanzielle Förderung und bei unserem Medienpartner der TAZ. Mein Name ist Isabel Wanger. Vergessen habe ich nichts. Schön, dass Sie alle mit dabei sind und damit übergebe ich bereits an Sabine Becker. Danke. Wunderbar, vielen Dank für die Vorstellung. Ja, kaum ein Topos scheint so ambivalent besetzt wie jener der Klemmerkultur der 20er Jahre. Die Vorstellung vom tanzenden, zwingenden Berlin, der bei der Aktualisierung der Epoche von Weimar stets mitschwingt, ist dieses Bild eigentlich historische Realität oder handelt es sich vornehmlich um einen kulturellen Mythos? Die damit verbundene Rede vom Tanz auf dem Vulkan jedenfalls bestimmt bis heute die Beschreibung der 20er Jahre. Zumal dieser Inszenierung der Zwischenkriegszeit als exzessiver Totentanz der Mythos von Babylon Berlin eingeschrieben ist, der jüngst mit der gleichnamigen Fernsehserie gerade wieder aktualisiert wurde. Doch wirft gerade diese Filmproduktion die brisante Frage auf, was am Stereotyp des Vulkantanzes am Rande des Abgrunds gesellschaftlicher Alltag und was letztlich auch den Bildern der Demokratieverächtern und Republikgegnern von Weimar geschuldet war. Zudem berührt die Frage die seit langem bestehende Kluft zwischen dem historischen Blick auf die Weimarer Ära und dem der Kulturgeschichte. Fokussiert ersterer, deren politische und vor allem auch ökonomische Misere insbesondere in ihren Anfangsjahren und dann noch einmal an ihrem Ende, in den Jahren nach 1929, also nach der Weltwirtschaftskrise, so heben Kulturwissenschaftler das Moderne und Innovative, die Aufbruchsstimmung und Zukunftsorientierung der ersten deutschen Republik hervor. Und damit eben auch den Glanz und Glamour ihres kulturellen und auch gesellschaftlichen Lebens. Denn gelingt die Demokratisierung im Politischen zweifelsohne nur unzureichend, so ist neben der kulturellen im Rahmen eines Verfassungsstaats auch die gesellschaftliche Demokratisierung der 20er Jahre durchaus eine Erfolgsgeschichte.
Weibliche Emanzipation, der Verzicht auf das Korsett als jahrhundertelangem Attribut femininer Kleidung, wird zum symbolischen Akt der Befreiung. Die Entstehung der Jugend als eigener Generation mit spezifischen Vorstellungen und Lebensweisen. Die Ausbildung einer Massenkultur jenseits der bürgerlichen Elitekunst. Die Öffnung der starren gesellschaftlichen Grenzen zwischen Mittel- und Unterschicht. Ein Urbanismus, der erstmals die positive Wahrnehmung der Städte zulässt und ein neues urbanes Lebensgefühl ermöglicht. Dies waren Entwicklungen und zeittypische Phänomene, die für Irmgard Keun selber wie auch für die Heldinnen ihrer Romane in den letzten Jahren der Weimarer Republik eine wesentliche Rolle spielten. Zeigen Sie doch, dass nicht nur das Outfit und der Habitus von Frauen, ihr Rollenverständnis und die Geschlechterverhältnisse insgesamt sich veränderten. Vielmehr unterlag die gesamte Lebensform in den 20er Jahren einem Wandel und mit diesem auch die Handlungsräume von Frauen. Sie verließen die bürgerliche Privatsphäre, das Haus, den Innenraum. War die Frau des Bürgertums bis zum Ersten Weltkrieg in der Monarchie weitgehend ein Geschöpf des Interieurs mit der entsprechenden, ihre Mobilität behindernden Kleidung und Haartracht, so gewinnt die neue Frau der 20er Jahre Bewegungs- und Beinfreiheit. Es folgt ein Wechsel vom Innen- zum Außenraum, von den privaten Räumen zur städtischen Bühne, von der Privatheit in die Öffentlichkeit. Frauen kommen in derselben an, nicht nur mit Blick auf Outfit, Kleidung, Mode und Habitus, sondern auch hinsichtlich ihrer Präsenz im städtischen Raum scheint der Übergang vom Kaiserreich zur Weimarer Republik geradezu revolutionär. Und dies nicht nur mit Blick auf den Wechsel von der männlichen Monarchie zur weiblichen Republik. Die von Frauen neu gewonnenen Freiheiten werden nicht nur, aber vornehmlich im großstädtischen Lebensmilieu erprobt. Dieses ist der Ort, an dem das weibliche Geschlecht den Aufbruch erfährt oder erfahren kann. Die moderne Frau muss ihren gesellschaftlichen Status auch nicht mehr ausschließlich von ihrer Rolle als Hausfrau, Gemahlin und Mutter her definieren, sondern erobert die Welt draußen, die Universitäten, die Stadt, die öffentlichen Verkehrsmittel, den Arbeitsplatz, die Freizeit- und Kulturetablissements. Die Massenmedien begleiten zustimmend diesen Schritt. Sie zeigen Frauen verstärkt außerhalb der geschlossenen Privaträume im Freien und in Bewegung, bei Stadtflanerien, beim Tanzen, Baden oder Sport, Tennis, Boxen und Autofahren. All das, was wir in vielem auch von Keun kennen. Denken Sie an die Taxifahrt im Kunstseidenen Mädchen. Letztlich sind die neue Kleidung und das veränderte Aussehen von Frauen in den 20er Jahren Ausdruck ihres beschleunigten Lebensrhythmus und ihrer Partizipation am gesellschaftlichen, öffentlichen Leben, wobei nicht alle so schnell leben wie das kunstseidene Mädchen. Aber dennoch, die Kleider knapp, Korsett und Reif abgeschafft, sodass Schnelligkeit und Dynamik garantiert sind, die Frisur gleichfalls kurz, sei es mit Bubikopf, sei es im Pagenschnitt oder feschem Modekäppchen, Zitat, wie Gilgi es trägt im Roman. Im ersten Roman Gilgi, eine von uns von 31, auf jeden Fall aber auf jugendliche Ausstrahlung und geringen Pflegeaufwand ausgerichtet. Keuns Frauen sind gar nicht vorstellbar in den Kleidern der Monarchie, kaum denkbar in einem mit Reif ausstaffierten Rock. Nein, sie tragen glatte, auf die gerade Linie ausgerichtete Kleider. Einerseits den befreiten Körper, bequem, aber dynamisch durch die metropolitane Alltags- und Berufswelt bewegend. Andererseits die neue Weiblichkeit neu in Szene setzend. Eine Entwicklung, die vermutlich einer der Gründe dafür ist, dass wir uns dieser Epoche nach wie vor so verbunden fühlen oder auch verbunden fühlen können. Keun schreibt über Frauen und neue Frauen und dabei auch, das unterscheidet ihre Romane von den Werken anderer Autorinnen, über den Girl-Typus dieser Zeit. Es ist nämlich keineswegs so, dass Keun die einzige Frau und Autorin der Weimarer Moderne war, die die Entwicklung einer neuen Weiblichkeit und neuer Frauen verfolgte. Das taten ihre Schriftstellerkolleginnen ebenfalls.
Doch sie scheint eine der wenigen, die, man könnte sagen, den Mut aufbrachte, sich mit dem ambivalenten Phänomen der schillernden Seite des weiblichen Aufbruchs, dem kunstseidenen Charakter des femininen Experimentierfeldes der 20er Jahre anzunehmen. Und das mit einem eindrucksvoll differenzierenden Blick auf die Weimar-typischen Phänomene. Auch wenn das Thema in der Literatur dieser Jahre populär und aktuell war, so ist kaum zu übersehen, dass Autorinnen sich nachhaltig an der Debatte um die neue Frau beteiligten. In der um das Girl und die Girl-Kultur hingegen hielten sie sich sichtlich zurück. Die Romane der Erfolgsautorin Coyne schreiben sich am Ende von Weimar derart dicht an zwei essentielle Phänomene der späten Republik heran, dass sie mühelos als Kulttexte dieser Jahre gelesen werden können. Die Leichtigkeit, mit der die Autorin die Aufbruchsstimmung gerade unter jungen Frauen in einer noch jungen Republik mit der Tragweite der fehlenden politischen und vor allem ökonomischen Möglichkeiten nach dem Einsetzen der Wirtschaftskrise und dem Ende von Weimar vermengt, das dürfte in diesen Jahren nahezu singulär sein und vermutlich den Erfolg der Autorin ausmachen. Da fehlt die moralische Lamoyanz von Hans Fallada und Erich Kästner oder Christa Anita Brück, die den Roman Schicksale hinter Schreibmaschinen geschrieben hat, der in Kunstseidene Mädchen oder in Gilgi, ich weiß gerade nicht, in Gilgi zitiert wird. Da fallen deutlichere Worte als in Fleißers im kleinstädtischen Milieu von Ingolstadt, spielendem Roman Mehlreißende Frieda Geier, auch von 31. Da sucht man vergeblich nach Hinweisen auf die Rückkehr zu konservativen Frauenbildern und Rollen, auch wenn die Liebe und das kleine Glück am Ende von beiden Protagonistinnen bei Coyne imaginiert wird. Ihr Blick auf die 20er Jahre scheint dabei nun genauso ambivalent und doppelbödig wie diese selbst. Ihren Fokus legt sie auf jene von der Gesellschaft, wie von der Kulturindustrie bzw. von Unterhaltungsblättern und Modemagazinen gleichermaßen genährte Illusion einer ganzen Generation junger Frauen in den vermeintlich goldenen Roaring Twenties eine goldene Karriere zu machen, ein Glanz zu werden, wie das kunstseidene Mädchen sagt. Und damit auf die kulturindustriellen Verheißungen der Moderne der 20er Jahre, was gestern Abend bestimmt Thema war, die auf jeden Fall in einem sicheren kulturpolitischen Rahmen abgegeben werden, an Demokratie, Frauenwahlrecht, berufliche Optionen auf dem Arbeitsmarkt, wie auch individuelle Lebensformen und Möglichkeiten, ist hier zu erinnern. Die aber gegen Ende der Weimarer Republik mit dem Einsetzen der Weltwirtschaftskrise ihr ökonomisches Fundament verloren. Zumindest daran sollte erinnert werden, in Deutschland die Frauen im Exil und die Frauenschicksale in der Emigration lassen den Schluss zu, dass die Ideen der neuen Frau keineswegs verloren gingen, weil sie mit ins Exil genommen wurden. Das zeigt nicht zuletzt der Blick auf den weiteren Weg der Irmgard Coyne. Und damit trifft sie sicherlich die Ambivalenz der Zeit, gerade mit ihrem Blick auf Berlin. Die Hauptstadt als Ort der Avantgarde war zu dieser Zeit eine Stadt mit zwei Gesichtern. Zitat, wenn es dunkel wurde, funkelte die Stadt von 1000 Lichtern, sprach mit 1000 Zungen, wenn der Morgen graute, beschien die Sonne das Elend und Berlin sprach nur noch mit der Stimme der Armut. Zitat Ende, berichtet etwa eine der bedeutendsten Filmstars jener Jahre, berichtet die in Polen geborene deutsch-amerikanische Schauspielerin Pola Negri in ihren Memoirs of a Star über die, wie sie schrieb, Tragikomödie des deutschen Alltags. Deutschland hatte den Krieg verloren. Die Inflation war anfangs nahezu unkontrollierbar in den Jahren nach 20. Arbeitslosigkeit und Hunger gehörten aber auch noch am Ende zum Alltag. Jedenfalls tagsüber. Nachts dominierte die Zerstreuungskultur und das Amüsement. Die Menschen gingen nachts aus, um zu vergessen oder, wie Siegfried Krakauer in seiner Angestelltenstudie von 28 festhielt, Leben sei der, Zitat, Masse der Angestellten nicht Gehalt, sondern Glanz. Vielleicht hat Coyne es daher.
Es ergibt sich ihm nicht nur durch Sammlung, sondern in der Zerstreuung. Zitat Ende, da kommt auf jeden Fall der Begriff der Zerstreuungskultur her. Und weiter Krakauer. Warum die Leute so viel in Lokale gehen, meint ein mir bekannter Angestellter, doch wohl deshalb, weil es zu Hause elend ist und sie am Glanz teilhaben wollen. Zitat Ende, Siegfried Krakauer in seiner Angestelltenstudie. Irmgard Korn gelingt es nun scheinbar mühelos und in faszinierender Leichtigkeit, diese Ambivalenz der beiden Sphären der 20er Jahre einzufangen. Die Akteurinnen werden keineswegs als naiv entlarvt, weil sie unreflektiert den Lockungen einer ersten Massenkultur folgen, sei es in die glänzende Asphaltstadt, die Glamourwelt der Metropole Berlin, in die Revuen und Theater oder in die der Kinos, in die zahlreichen Angestelltenfilme, so etwa in Erich Schönfelders Das Fräulein von Kasse 12 von 1927, in den 1931 entstandenen Film Die Privatsekretärin oder in Mädchen in Uniform von Leontine Sagan aus dem Jahr 1931, der weltweit erste Frauenfilm. Es wird die Liebe einer Schülerin im Internat zur Lehrerin gezeigt und auf diesen Film greift Doris, das kunstseidene Mädchen, immer dann zurück, wenn ein Mann ihre Gefühle nicht erwidert. Auch verlieren diese Frauen selbst dann nicht ihre Würde bei Coin, also wenn sie schon längst außerhalb dieser Glamour-Welt gezeigt werden und agieren müssen, finanziell mittellos und beruflich ohne Chance auf Teilhabe am politischen und vor allen Dingen am kulturellen Modernisierungsprozess, was für Doris selbstredend mehr gilt als für Gilgi. Die Empathie, mit der Coin ihre Figuren den metropolitanen Alltag bestreiten lässt, ist mehr als beeindruckend. Sie sind die Girls der Populärkultur und Welt von Weimar, die wohl erste Populärkultur in Europa. Damit in jener Oberflächenkultur der 20er Jahre zu verorten, die für so manchen männlichen Zeitgenossen der Gipfel der Abkehr von der Reflexionsgebundenheit der Hochkultur gewesen zu sein scheint. Nichtsdestoweniger schreibt Coin ihren Heldinnen der Alltagskultur und der Alltagspräsenz ein hohes Maß an Reflektiertheit zu, vor allem was ihre Pläne über ihr Leben betrifft. Sie wissen ziemlich genau, was sie wollen und was sie nicht wollen. Berufstätigkeit und finanziell unabhängig sein, die eine, zum Film gehen, die andere. Und beide vereint die Gewissheit, dass sie so nicht leben wollen wie ihre Mütter. Das Ziel der 20-jährigen Stenotypistin Gisela Krohn, genannt Gilgi, in Coins erstem Roman 1931 erschienen, ein Jahr später im sozialdemokratischen Vorwärts als Fortsetzungsroman abgedruckt, mag im ersten Moment realistisch erscheinen. Doch ganz utopisch ist das andere mit Blick auf den kometenhaften Aufstieg des Films nach 1920 dann wiederum auch nicht. Zumal mit Babelsberg, der Ufer, den Millionen Zuschauern, die tagtäglich in die Filmpaläste strömten, gerade in Deutschland dieses Medium an Auftrieb gewann und die kulturellen Parameter in der Folge nachdrücklich verschob, und zwar bis heute. Aber beide, die strebsame, buchhalterisch ihr Leben organisierende Angestellte Gilgi, mehr neue Frau als Girl, mit einer Neigung gleichwohl zu Schlagern, Unterhaltungsfilmen und der Populärkultur der Zeit verbunden, ebenso wie die nicht mehr von der Sinnhaftigkeit der angestellten Tätigkeit überzeugte Doris, mehr Girl als neue Frau, tauchen in die Glanz- und Klemmerwelten der Städte ein, das kunstseidene Mädchen in Berlin sicher exzessiver als die Gilgi in Köln und später auch in Berlin. Sie agieren weitgehend außerhalb der Familie und nicht in Ehegemeinschaften, was auch bedeutet, dass sie für ihren Lebensunterhalt selber aufkommen müssen, dafür aber auch mehr gesellschaftliche Freiheiten genießen. Es ist vielfach benannt, dass diese Freiheiten in den 20er Jahren keineswegs ohne Schmerzen und auch nicht ohne die viel zitierten Fröste der Freiheit zu erfahren sind, von denen Marie-Louise Fleißer sprach. Die soziale Kälte und die gesellschaftlichen Zumutungen, die mit ihr einhergehen, hat übrigens nicht nur Coin, sondern haben nahezu alle Autorinnen dieser Ära benannt. Am wenigsten erfährt man über dieses Phänomen bei der primär und strikt politisch denkenden und schreibenden Anna Segers, die ja nicht weit von hier ebenfalls geehrt wird.
Doch vermutlich hat Coyne mit dem ihr eigenen Stil der erlebten Rede, die keinerlei Diskreditierung der erlebenden Person zulässt, dies so nachdrücklich wie kaum eine andere Autorin beschrieben. Und dazu gehört eben auch die Besonderheit, dass sie jenes Adornosche Diktum, Zitat, es gebe kein richtiges Leben im Falschen, intuitiv zu demonstrieren vermag, ohne in jenen despektierlichen Ton zu verfallen, den die männlichen Beobachter vorneweg Krakauer so oft einnahmen. Redewendungen wie die von den kleinen Ladenmädchen von 1928, die ins Kino gehen, also doppelter Diminutiv bei Krakauer, klein sind sie und auch noch Mädchen. Oder den Zitat Krakauer Tippmamsels, die sich nach den Vorbildern auf der Leinwand modeln, Zitat Ende Krakauer, geben Zeugnis von diesem kulturelitären Gestus. Coyne lässt stattdessen ihre Protagonistinnen wie folgt reden. Zitat, ich will arbeiten, will weiter, will selbstständig und unabhängig sein. Jetzt lerne ich meine Sprachen. Ich spare Geld, vielleicht werde ich in ein paar Jahren eine eigene Wohnung haben und vielleicht bringe ich es mal zu einem Geschäft. So schätzt Gilgi ihre Lage und auch die der gesamten Angestelltenschaft ein. In Kunst sei denn den Mädchen, ein Jahr später klingt das schon weitaus pessimistischer. Zitat, kommt denn unser eins durch Arbeit weiter, wo ich keine Bildung habe und keine Sprachen außer Olala, Entschuldigung, und keine fremden Sprachen außer Olala und keine höhere Schule und nichts und kein Verstehen um ausländische Gelder und Wissen von Opern und alles, was dazugehört und Examens auch nicht und gar keine Aussicht für über 120 zu gelangen auf eine reelle Art und immer tippen, Akten und Akten, ganz langweilig, ohne inneres Wollen und will auch ein bisschen nette Kleider, weil man ja sonst noch mehr an gar nichts ist. Und da kann man auch gleich auf den Strich gehen. Zitat Ende, so die Bilanz des kunstseidenen Mädchens. Doch bereits in Gilgi wirft Coyne einen äußerst kritischen Blick auf die berufliche Welt der Angestellten, beschreibt sehr genau den mühsamen Arbeitsalltag in den Büros, die mechanisierte, zum Teil gleichförmige Tätigkeit der Stenotypistinnen, inklusive der sexuellen Belästigungen durch die Vorgesetzten. Diese Kritik der Angestelltenwelt mitsamt der dem Angestellten, der den Angestellten eigenen Ideologie, insbesondere das Vertrauen auf den sozialen Aufstieg oder zumindest die soziale Sicherung durch Fleiß, Arbeit, Motivation, Flexibilität und Priorisierung der Arbeit vor dem Konsum, wird aber weder in Gilgi noch im kunstseidenen Mädchen aus einer parteipolitischen Position heraus bei Coyne formuliert. Sicher wird Gilgis Arbeitsethos kritisch hinterfragt, gar kein Zweifel, vor allem, weil diese mit dem mäßigen Erfolg konfrontiert wird. Aber es wird keinesfalls aus einer ideologiekritischen Position heraus diskreditiert. Mentalität und Denken dieser weiblichen Angestellten werden nicht als verblendet entlarvt, sondern auf ihre vor allem sozioökonomische Realisierbarkeit hin geprüft. Vielleicht geht das Faszinierende der beiden Coyne'schen Romane gerade von dieser fairen Verhandlung einer der zentralen Fragen der 20er Jahre aus, nämlich die nach dem gesellschaftlichen und politischen Ort sowie, Zitat Krakauer, geistigen Obdachlosigkeit der Angestellten in der Weimarer Republik. Die Frage nach der Befindlichkeit jener sozialen Gruppe also, deren Aufkommen eng mit dem Schicksal der Republik verbunden war, und zwar eben auch ökonomisch. Sie waren dann aber auch die großen Verlierer der Wirtschaftskrise am Ende der 20er Jahre. Krakauer etwa urteilt in seiner Angestelltenstudie über diese Schicht, ihr Klemmer- und Konsumverhalten und ihre politische Disposition fast kompromisslos, Zitat, die Masse der Angestellten lebt gegenwärtig ohne Lehre, zu der sie aufblicken, ohne ein Ziel, das sie erfragen könnte. Zitat Ende Krakauer. Das weiß auch Coyne. Ihr kunstseidenes Mädchen befindet sich im Sog der Zerstreuung und inmitten der Berliner Zerstreuungskultur. Doch die Autorin verbindet dieses Wissen mit einem Verständnis für diese Schicht, vor allem für ihren weiblichen Teil. Dabei vermag sie kaum weniger kritische Akzente zu setzen. Das kunstseidene Mädchen versteht sich zugleich als Girl. Es kann sich nicht vorstellen, anderswo zu leben als in Berlin, auch wenn die Stadt ihr keine würdige Existenz erlaubt, wie sie zunehmend eben zur Kenntnis nehmen muss.
Denn sie möchte, so sagt sie anfangs, ein Glanz werden, der oben ist. Führte Coyne die in Gilgi die Idee einer weiblichen Angestellten vor, nämlich über die Idee über berufliche Tätigkeit und Fleiß, Ausdauer und Hartnäckigkeit, den sozialen Aufstieg zu leisten, so verhandelt sie im kunstseidenen Mädchen ein anderes Modell. Ein Glanzwerden ohne Arbeit im Angestellten-Dasein. Stattdessen an die glänzende Oberfläche gelangen ohne Berufstätigkeit. Dies auch über Männerbekanntschaften, allerdings jenseits von Ehe und Familie, ohne Bindung und Kinder. Dem bürgerlichen Arbeitsmodell und der Arbeitsmoral des Bürgertums erteilt die Protagonistin eine rigorose Absage. Durch Arbeit kommt, Zitat, Kunst als Kunst seine Mädchen, unser eins nicht weiter. Den Verlockungen der Kultur- und Konsumindustrie will sie gleichwohl nicht entsagen. Die Angebote einer kapitalistischen Gesellschaft, die in der Demokratie von Weimar erstmals scheinbar allen offen standen, will sie annehmen und ausleben. Arbeit im 8-Stunden-Tag im Milieu einer weiblichen Angestellten setzt sie mit Prostitution gleich. Allerdings, so ist sie sich sicher, Zitat, auf den Strich gehen, Zitat Ende, funktioniert ohne 8-Stunden-Tag. In der Form des fiktiven Tagebuchs legt Doris ihre pragmatische, durchaus materialistische Sicht dar, Zitat. Man hat 120 mit Abzügen und zu Hause abgeben und von leben. Man ist ja nicht mehr wert, aber man wird kaum satt von trotzdem und will auch ein bisschen nette Kleider und will auch mal einen Kaffee mit Musik und ein vornehmes Pfirsich-Melba in hocheleganten Bechern. Und das geht doch nicht alles von allein, braucht man wieder die Großindustrien, also Vertreter der Großindustrien. Und da kann man ja auch gleich auf den Strich gehen, eben ohne 8-Stunden-Tag, so ihre Ideologie. Doch Doris wird ebenso schnell von den realen, vor allem ökonomischen Verhältnissen eingeholt wie zuvor Gilgi. Auch sie trifft die Wirtschaftskrise mit voller Härte. Diese zerstört endgültig ihre Illusionen. Die realen ökonomischen Bedingungen vereiteln ihre Aufstiegsziele, vor allem ihren Traum, ein Glanz zu werden. Der weitere Handlungsverlauf im Roman macht sodann die Bedeutung des Glanzes klar. Er ist ihr ein Mittel oder zumindest eine Option, den Aufstieg zu meistern, denn sie weiß, dass sie diesen jenseits von Bildungschancen und gesellschaftlichen Möglichkeiten zu realisieren hat. Ihr einziger Weg ist ihrer Einsicht nach der Status einer Frau in der Sphäre des metropolitanen oder femischen Glanzes. Und das sind dann die beiden wichtigen Topoi in der zweiten Hälfte des Romans, nämlich Berlin, Großstadt Berlin und der Film im Gesamten. In diesen beiden Sphären, glaubt sie, spiele die gesellschaftliche Herkunft nicht die entscheidende Rolle. Doch da wird sie in den Jahren der Weltwirtschaftskrise eines Besseren belehrt. Der Roman spielt im Jahr 1931. Die Stadt Berlin ist tatsächlich nach wie vor geprägt vom Glanz und Glamour. Cafés, Tanzlokalen, Theater, Revuen, Kabaretts bestimmen das Bild des städtischen Betriebs. Das Leben vieler Angestellter hingegen ist von Arbeitslosigkeit, fehlenden Perspektiven, Schwarzmarkt, Verelendung, Alkoholismus, Verzweiflung und Angst bestimmt. Für Frauen kommt die Prostitution hinzu. Und genau diese Wahrnehmung von Arbeitslosigkeit wird im zweiten Teil des Romans auch wiederholt geschildert. Denn auch Doris ist irgendwann bereit, die Illusion zu durchbrechen, etwa wenn sie sich eingesteht, das ist komisch. Jeder Glanz hat über sich noch einen höheren Glanz. Zitat Ende. Am Ende gelangt sie gar zu der Einsicht, auf den Glanz komme es gar nicht an. Vorausgegangen ist ein Desillusionierungsprozess. Anders als in ihrer von den Massenmedien beeinflussten Vorstellung von der Unabhängigkeit und Modernität der Frau, stellt die Autorin Coyne zugleich eine Gesellschaft dar, die noch nicht vorbehaltlos für die Forderungen der modernen Frauenbewegung bereit ist. Auch das bieten diese Romane. Traditionelle Vorstellungen von der Frau als Mutter und Hausfrau waren nach wie vor präsent. Coyne zeigt das nämlich an vielen Nebenfiguren, unter anderem an den Müttern. Aber es sind vor allem die fehlenden beruflichen Chancen für Frauen, die der Mehrheit von ihnen ein Ausbrechen aus konventionellen Rollenmustern und die Partizipation an der Klemmerkultur erschwerte.
Die realökonomischen Verhältnisse, die fehlenden Arbeitsplätze also, zementierten vor allem in den Jahren nach 1929 ihre Abhängigkeit vom männlichen Geschlecht, relativierten die politischen Rechte und gesellschaftlichen Optionen, die ihr zu Anfang der 20er Jahre, zu Anfang der Republik, mit dieser Republik und mit der Verfassung zugestanden worden waren. Über den Handlungsverlauf und das Schicksal des kunstseidenen Mädchens werden die vor allem der weiblichen Generation gegebenen Versprechungen der Kultur- und Modeindustrie mithin als Illusion und Schein entlarvt. Am Ende wird die Protagonistin bekanntlich an jenem Ort gezeigt, der als Sinnbild der Gestrandeten gelten darf, in der Wartehalle des Berliner Bahnhofs Zoo. Doris ist wie Gilgi eine Durchschnittsheldin. Sie bietet breite Identifikationsmöglichkeiten. Ihre Lebensweise und Situation, darf man noch einmal erinnern, ihre Vorstellungen und Erwartungen sind die von Millionen junger Frauen in der Gesellschaft von Weimar. So wurden sie für unzählige Leserinnen auch zugleich zu Identifikationsfiguren. Das dürfte auch der Grund sein, warum wir die Romane heute nach wie vor so gut kennen. Vor allem ihr Traum, ein Glanz zu werden, nach oben zu kommen, also beim Film zu landen, eine Kinokarriere zu erreichen, dürfte kein singulärer gewesen sein. Ein erster Schritt in diese Richtung ist neben der körperlich bewussten Lebensform ihr Tagebuch. Lassen Sie mich darauf noch zu sprechen kommen. Denn darin will sie, so sagt die Doris, schreiben wie Film, nicht nur schreiben wie im Film. Ihre Bekenntnisse versteht die Doris also als ein Drehbuch zum eigenen Leben, das dann tatsächlich in Bildern choreografiert wird. Ihr Tagebuch ist als Filmskript angelegt. Umgekehrt, das Drehbuch zu ihrem Leben wird als Tagebuch vorgestellt. In beiden Büchern jedoch sieht sich die Protagonistin und Initiatorin in Bildern. Schreiben wird in die Nähe des Filmischen gerückt. Das im Schreibprozess entworfene Bild durch die filmische Momentaufnahme mindestens bekräftigt. Die Gegenwart ist visualisiert. Coyn führt so nachdrücklich wie wenige Schriftstellerinnen. Fast wird es ja immer zu Recht in die Nähe von Döblins Alexanderplatz gerückt oder von Vicky Baums Menschen im Hotel, dieser Roman. Und Coyn führt also sehr nachdrücklich vor, dass Literatur und Schreiben sich diesem Prozess der Visualisierung kaum entziehen können. Doris schon gar nicht. Zitat, sie sagt, und wenn ich später lese, ist alles wie Kino. Ich sehe mich in Bildern. Genau das ist ihre Maxime für ihren Film und für ihr Tagebuch, ja, für ihr gesamtes Leben. Gleich zu Anfang inszeniert sie sich selber wie in einem Film, rückt sich als Hauptdarstellerin ins Licht oder in den Scheinwerferglanz der Kamera. Zitat, bin also gleich nach Hause gegangen gestern Abend und zu Bett ohne Füße waschen. Und dann lag ich so und schlief schon am ganzen Körper. Nur meine Augen waren noch auf. Der Mond schien mir ganz weiß auf den Kopf. Ich dachte noch, das müsste sich gut machen auf meinem schwarzen Haar. Und schade, dass mich Hubert nicht sehen kann. Und der Mond schien und von nebenan drang ein Grammophon zu mir und da ging etwas Großartiges in mir vor, aber ich erkannte, dass etwas Besonderes in mir ist. Zitat Ende. So, die Protagonistin, wie sie sich in bester filmischer Schwarz-Weiß-Technik als Gesehene, aber sich selber auch als zentrale Figur einer filmischen Einstellung inszeniert. Genau so notiert sie es dann in ihrem Tagebuch und gerade in diesem Moment, der hier zitiert wurde, beschließt sie, als Hauptakteurin ein Tagebuch zu schreiben. Doch dieses Tagebuch macht dann sehr schnell klar, dass die Diskrepanzen zwischen propagiertem Frauenbild und den realen Lebensbedingungen und Perspektiven von Frauen bzw. von Girls sowie die von der Kultur- und Modeindustrie beworbene Girl-Kultur zu hinterfragen ist. Eine Girl-Kultur, deren zentrale Botschaft die Gleichsetzung von urbaner Sportlichkeit und modisch-girlhaftem Outfit mit Erfolg und Aufstieg ist.
Als Girl scheitert aber das Kunstseidenmädchen unbedingt. Doris Kunstseidene Träume, ein Filmglanz zu werden, desillusioniert der Roman ohne Einschränkung. Colin konfrontiert einen kulturellen Entwurf mit dem literarischen Gegenmodell. Affirmative Reproduktion eines gesellschaftlichen Traums ist in diesem Modell nicht vorgesehen. Dies heißt aber keineswegs, dass sie ihren Heldinnen das Faszinosum der modernen Urbanität von Weimar verweigert. Doris schildert präzise ihre städtische Umgebung. Anlass ist ihr Wunsch nach einer Identität, die auf das Engste mit der Topographie verbunden ist. Sie begehrt eine klamoröse, luxuriöse weibliche Existenz, die sie als Lebensweise weiblicher Großstädter bzw. großstädtischer Frauen wahrnimmt. Es kommt zu einer Einheit von Figur und Schauplatz. Mein Leben ist Berlin und ich bin Berlin, so der viel zitierte Satz. So steigert sich Doris in diesen städtischen Rausch. Doch schon nach einigen Tagen weiß sie auch, Zitat, Berlin senkte sich auf mich wie eine Steppdecke mit feurigen Blumen. Zitat Ende. Sie wird umhüllt von der Metropole und vom, wie sie sagt, Gefunkel Berlins, das aber auch voller Arbeitsloser und Fremdheit ist. Auch Goethe, so sagt sie, keine Heimatlichkeit, weil es verschlossen ist. So die Erkenntnis des kunstseidenen Mädchens nach den ersten Tagen seines Aufenthalts in der Reichshauptstadt, die zunehmend dann ihr Gegenspieler wird. Am Ende ist der Roman der städtischen Revue-Welt der Bahnhofsraum als Ort des Transits und des Kommen und Gehens entgegengestellt, der Seide, die Kunstseide, der Filmkarriere, die filmische Scheinwelt und der von Film genährten Illusion, die triste Alltagsrealität. Dennoch wird hier das sich Verschließen den Zumutungen des Angestellten-Daseins gegenüber, das ja wie gesagt auch andere, Kästner, Fallada, Fleißer, Brück, Braune, Rudolf Braune, Mitglied der KPD, das Mädchen an der Orga Privat, auch von 31, glaube ich, beschrieben haben, wird verbunden mit der Sehnsucht des kunstseidenen Mädchens nach filmischem Glanz und Leinwandklemmer. Die Oberfläche der Kinoleinwand wird verschränkt mit den wohl auch an der Oberfläche der Möglichkeiten verharrenden Vorstellungen der Protagonistin. Die stete Referenz auf das Kino, auf die Welt der unbeschränkten Möglichkeiten, auf die Welt der Leinwandstars, vor allem der amerikanischen, bürgt für die ständige Präsenz der Klemmerwelt, aber auch der deutschen mit Marlene Dietrich. Zumal der Roman ja geschrieben scheint im Duktus und im Tempo jener Glitzersphäre Berlins und der gesamten Filmwelt, Doris als diejenige, die zugleich erzählt und erlebt, will ihr Leben, wie gesagt, in Filmbildern aufzeichnen. Sie selbst betätigt sich als Filmregisseurin. Entsprechend fängt sie sich, wie gezeigt, in Filmszenen ein und zeigt beständig auch szenische Präsenz. Ihr Leben fängt, so darf man schließen, fängt sie in einem anfangs als Tagebuch vorgestellten Filmskript ein. Das ist fast einmalig, würde ich sagen, in der Art, in der Qualität, wie Irmgard Keuns das vorführt innerhalb der Literatur der Weimarer Republik. Die Protagonistin ahmt Kameraaufnahmen im Schreibstil nach. Auch nimmt sie die Menschen um sich herum wie Schauspielerinnen wahr, also wie in Filmen agierend wahr. Frauen sind nicht etwa blond oder schwarzhaarig, sondern sind blondes Kino oder schwarzes Theater. Auch sie selbst, die Doris, agiert als Filmschauspielerin, ähnlich wie die von ihr erwähnte Colleen Moore oder die Dietrich. Das erzwingt ihr geradezu dauerhaftes und zwanghaftes Sich-Bewegen in der Öffentlichkeit. In Innenräumen wird sie kaum gezeigt, außer es sind die Cafés hier in Berlin, das Resi und andere. Der öffentliche metropolitane Raum ist ihre Bühne, mitsamt den Revuen, Restaurants, Kinos, Theatersälen. Dieser rastlose Gang durch die Berliner Asphaltkultur bringt Doris allerdings nicht den erhofften Aufstieg oder Einstieg in ein besseres soziales Leben oder gar in die Welt des Kinos. Weder findet sie einen passenden Lebenspartner, noch gelingt ihr es beim Film zu landen. Vom Glanz will man gar nicht mehr reden am Ende.
Vielmehr ist ihr Gang ein, Zitat, Gang vor die Hunde, wie es Erich Kästner fast zeitgleich für seinen Fabian formulierte. Anfangs für den Roman Fabian. Anfangs fest davon überzeugt, ihre Glanzkarriere über die Entscheidung realisieren zu können, Künstlerin zu werden, nämlich noch in Köln am Theater, so wird schnell klar, dass ihre Vorstellungen stets auch von konventionellen Liebesvorstellungen getragen sind. Ähnlich wie im Falle Gilgis übrigens. Nur so ist zu verstehen, dass sie am Ende ihres rasanten Metropolenerlebnisses sich nur mehr wünscht, Zitat, glücklich zu sein. Ob als Girl, neue Frau oder als vormoderne Ehefrau, diese Festlegung lässt der Roman dann allerdings offen. Ebenso die Frage, ob in Berlin oder anderswo. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wunderbar, herzlichen Dank. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Vielleicht ist ja die eine oder andere aufgetaucht. Ah ja, genau. Wir werden jetzt das Mikrofon wieder ganz speziell weiterreichen, Elken, damit das alles auch sicher ist, genau. Ach so. Aber ich kann ja auch so, ne? Ich glaube, man kann ohne Mikrofon, das ist doch, oder? Ich höre das. Ach so. Okay. Brauche ich gleich fest. Ja, also vielen Dank für den Vortrag, der für mich auf ganz wunderbare Weise zwei Aspekte gezeigt hat. Also zum einen nämlich, dass das Kino für die Protagonistin, also diese ganzen Wunsch- und Glanzideen, die Sie ausgeführt haben, für Sie sozusagen als Gang für die, vor die Hunde ja endet, also mithin nicht zum Erfolg führt. Für die Autorin hingegen, die die ganzen filmischen Mittel adaptiert, natürlich für Sie als Autorin zum Erfolg führt. Also das heißt, dass Film und Kino natürlich nicht diskreditiert werden, sondern dass das sehr spannungsreich gestaltet ist, was dem Individuum nicht gelingen mag, gelingt eben aber der Autorin. Und wenn man sich überlegt, dass es damals Medienumbrüche gab, aber wir auch wieder in einer Zeitalter des Medienumbruchs leben, also mit dem Internet, und wie oft das sozusagen immer so gebasht wird als oberflächlich und schlecht, dann könnte man sagen, hat Coyne eben damals auch sehr progressiv reagiert und gesagt, das adaptiere ich doch, statt zu sagen, oh, bloße Oberfläche und schlechter Glanz. Auf jeden Fall, ja. Ne? Also wobei die Inhalte des Romans, die Vorstellung dieser Generation, die Coyne mit dem zweiten Roman, mit dem ersten ja nicht. Gilgi sagt ja ganz klar, das ist nichts für mich beim Filmland. Ne? Die möchte ja eine andere Karriere. Deshalb fände ich es wichtig, diese Unterscheidung zu treffen. Aber bei dem zweiten, beim Kunst sein Mädchen, natürlich, die möchte Filmstar werden. Völlig klar, der Inhalt ist eindeutig, das Roman, ist eindeutig im Roman und der wird negiert. Das andere würde ich auch sagen, die Form des intermedialen Schreibens, die Coyne hier vorführen, das war der Punkt. Natürlich, das ist alles sehr komprimiert. Man muss es noch viel weiter ausführen. Das ist dermaßen intelligent gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie alle vor Augen haben. Ne? Das ist so. Das Buch ist so. Das sind vielleicht in den ersten Ausgaben in den 60er, 70er oder 79er, 80er Jahren ganz eng gedruckt, aber trotzdem nicht mehr als 180 Seiten, 190 Seiten oder so. Das ist dermaßen komplex, wie Irmgard Coyne diese Idee der 20er Jahre. A, Visualisierung. Wir müssen Literatur fit machen, um als Konkurrenzmedium gegenüber dem Film zu bestehen. Zweitens, wir müssen uns einlassen auf intermediale, auch filmische, nicht nur, aber bei Coyne geht es vor allen Dingen um filmische Formen des Schreibens. Wir müssen uns öffnen, wir müssen intermediale Formen von Literatur und des literarischen Schreibens sozusagen
etablieren oder neu erfinden. Und das ist völlig, stimme ich Ihnen völlig zu, das ist genial gemacht von Coyne. Das ist große Klasse gemacht. Die Plagiatsdiskussion braucht man ja gar nicht mehr zu erwähnen, wenn man sich Robert Neumanns Roman anschaut, Karriere, ne, so heißt er ja, da ist diese Form der filmischen Schreibweise gar nicht so avanciert integriert. Und nicht so ausgeformt wie jetzt in diesem Roman. Also völlig einverstanden. Natürlich, Coyne gelingt mit dieser Einsicht und mit dieser Flexibilität, muss man auch sagen. Ich möchte aber auch hinzufügen, sie steht nicht alleine da. Vielleicht mit dieser faszinierenden Art, was sie da im Kunstzeitmädchen macht, ist sie vielleicht schon. Aber schauen Sie sich die Passagen im Berlin-Alexanderplatz an von Döblin. Das ist genauso gut gemacht, mindestens genauso gut gemacht, 3 Jahre früher. Bei Vicky Baum, es ist reduzierter bei Vicky Baum, ne, Menschen im Hotel. Aber auch bei Vicky Baum gibt es die Fahrten, wenn der eine, wie heißt er, der Kringelein, aus dem Hotel raus, mit dem Taxi durch Berlin, in die Klemmerwelt, in die Boxveranstaltung oder Sportveranstaltung, da ist das auch. Also die, ist die Idee der 20er Jahre ist die Visualisierung von Literatur, die Optisierung von Literatur und das Produkt, das Resultat ist die filmische Form des Schreibens. Und das haben viele. Unter anderem, aber würde ich mich anschließen, also so genial gemacht wie bei Coyne, ist selten irgendwo. Bei Dublin. Ich bin ja die Präsidentin der Dublin-Gesellschaft. Also muss ich jetzt hier das dann doch noch einmal betonen. Aber für, ne, ganz ist klar. Würde ich trennen und das hat, ja, Sie haben es ja genau ausgeführt, das führt zu einem großen Erfolg. Wobei man dann noch weiter, aber jetzt weiter diskutieren könnte, ob die Filmindustrie bei Gilgi, einer von uns, sofort gesagt hat, das verfilmen wir. Das Kunstmädchen ja auch, ne? Wenn 33 nicht es zur Machtübertragung gekommen wäre, wäre auch das Kunstmädchen verfilmt. Ich glaube, es gab hier erste Pläne, ne? So war es ja, glaube ich. Aber ich würde schon noch vielleicht doch noch eins hinzufügen, es geht auch um den Topos, es geht auch um die neue Frau, es geht auch um die jungen Frauen, die Sekretärin. Das ist ein Stoff der 20er Jahre, deshalb habe ich die 3 wichtigen Filme da zitiert. Das Fräulein von Kasse 12 oder die Privatsekretärin. Ich glaube auch der Roman von Braune, das Mädchen an der Orga Privat, ist glaube ich auch verfilmt. Entschuldigung, ja, war ein bisschen lang, ist aber auch ein riesiges Thema, ne, dieses filmische Schreiben, Intermedialität, ne, das ist ja wahrscheinlich auch diese Intermedialitätsidee, das ist vermutlich ein Grund, bin ich der Überzeugung, warum die 20er Jahre uns so nahe sind, warum wir glauben, dass wir heute noch eine Kultur betreiben, die uns deren Basis in Weimar gelegt wurde. Ich würde gerne bei dem Thema bleiben. Ich frage mich gerade, der Film ist ja eigentlich zu dieser Zeit schon 30 Jahre alt. Ja. Gibt es nicht vor dem Ersten Weltkrieg auch schon Formen von filmischem Schreiben? Also als diese Sensation der bewegten Bilder eigentlich ja noch viel frischer war. Und wenn ja, wie unterscheidet sich das? Und wie kann man vielleicht dann dieses filmische Schreiben der 20er nochmal speziell charakterisieren? Also, es gibt ja, tut mir leid, aber muss ich jetzt leider wieder, derjenige, der es so prononciert formuliert hat im Jahr 1913, wie kaum ein anderer Autor und keine andere Autorin, ist Alfred Döblin. Der fordert ja im Berliner Programm den Kinostil, ne, an Romanautoren und ihre Kritiker. Berliner Programm, da sagt er ja, wir müssen unbedingt schneller werden, Literatur schreiben muss dynamischer werden. Wir brauchen einen Kinostil. Wir wissen, das ist ein Typoskript, das Döblin nicht weiter verfolgt hat. Döblin wollte schon vor dem Ersten Weltkrieg einen Roman im Kinostil schreiben, hat er dann nicht ganz geschafft, aber wenn man sich die Romane der Kriegszeit und der Vorkriegszeit und Kriegszeit anschaut, nämlich den Wang Lung dann, und den Watzek, Watzeks Kampf mit der Dampfmaschine, das ist Kinostil, da geht es dynamisch, schnell, ne? Parataxe, Verkürzung, Verknappung, damit Sprache schneller wird und den Bildern folgen kann. Dann gibt es von Pintus die Publikation, es kommt gerade nicht drauf, also der Versuch, eine Autoren anzuregen, darüber zu reden, was sie mit dem Kino verbindet, also ganz klar, Sie haben recht, auch vom
vor dem Ersten Weltkrieg ist das da. Es kann sein, dass es der Erste Weltkrieg war, der natürlich wie viele andere Themen, aber auch Biografien unterbrochen hat, dass die Diskussion nicht weitergeführt wurde. Aber ne, die Idee ist da und sie wird auch weiterverfolgt. Was ich glaube, was für die 20er Jahre doch anders ist, der Stummfilm existiert weiter, aber wenn man sich zum Beispiel, ich habe den letztens geguckt, die Verfilmung von Norbert Jacques, des Romans von Norbert Jacques, nicht ganz bekannt, Dr. Mabuse, der Spieler, von Fritz Lang, Anfang der 20er Jahre verfilmt. Wenn man sich den anschaut, tolle Aufnahmen, auch hier aus München, dann später Berlin, da sieht man, der Stummfilm ist schon ungeheuer forciert und ausgeprägt als Stummfilm. Dann Metropolis, dann 31 der Tonfilm. Also es ändert sich gleichwohl was, weil ich, gegenüber der Zeit 14, weil ich glaube, dass ja, eben mit diesem Thema hier, mit der Weimarer Republik, mit dem Aufbau einer Riesenverwaltung, mit der Etablierung der Republik, gerade hier in Berlin, aber nicht nur. In Stuttgart strömen die Leute genauso ins Kino, zu Massen und zu Millionen, im Ruhrgebiet auch. Aber mit dem Aufbau neuer Verwaltungsstrukturen entsteht diese Angestelltenschicht, die es in dieser Form vor dem Ersten Weltkrieg nicht gab, die dann zahlenmäßig in den 20er Jahren größer und größer wird. Und die gehen in die Kinos und die stützen das Kino und die stützen die Marktmacht des Kinos. Und das, glaube ich, ist der Unterschied zu dem ersten, vor dem Ersten Weltkrieg und bringt Literatur tatsächlich zunehmend in Bedrängnis. Es gibt vor 14, außer diesen Äußerungen wie eben von Döblin und einigen wenigen anderen, keine Diskussion, dass Literatur irgendwas machen muss, um die Monopolstellung nicht zu verlieren. Die gibt es vor 14 nicht, meines Wissens. Aber in den 20er Jahren ist sie da. Ich meine, klar, wenn Sie sehen, in Berlin gehen jeden Tag Millionen in die Kinos. Und da wird noch geschrieben, also Literatur muss kurz, schnell, wir hatten noch Zeit, ein Buch zu lesen. Ne? Das ist ja keine Diskussion von heute, das finden Sie haben, in den 20er Jahren auch. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, die Avantgarde von Weimar und diese Modernität der Weimarer Republik oder der Weimarer Kultur, die besteht für mich in genau diesem Punkt, dass eine ganz große Gruppe von Autoren bereit ist, sich den anderen, den neuen, Anführungszeichen, Medien zu öffnen. Wir müssen das Radio dazu nehmen. Ab 23 geht die erste Sendung auf Radio. Das muss man sich klar machen, was das bedeutet hat für Literatur, dass selbst ein Gottfried Benn vor das Mikrofon geht. Benn mit seiner Geistesaristokratie, der um Gottes Willen nicht irgendwas mit der Masse zu tun haben möchte, oder Hofmannsthal, die sind bereit, weil sie erkennen, das verengt die Möglichkeiten von Literatur doch sehr, sehr stark. Und ich meine, von heute aus betrachtet, muss man konstatieren, die Ahnung war recht, oder? Die Literatur ist ab da bedrängt. Das geschriebene Wort ist nie mehr so zu dieser Monopolstellung zurückgekehrt wie vor den 20er Jahren. Okay. Es schließen sich noch andere Gründe, aber ich glaube mal, soweit die wichtigsten. Ne? Und, oder? Würden Sie auch mit zustimmen, oder? Gibt ja dann nachher auch noch die Möglichkeit, weiter zuzuhören und nochmal ins Gespräch zu kommen. Bereits in einer Stunde ist ja Sabina Becker schon wieder auf dem Podium mit Jens Wiczorke, mit Else Edelstahl unter der Moderation von Marie Kaiser. Und ja, bis dahin bedanke ich mich ganz herzlich und freue mich auf die Fortführung. Vielen Dank.